viele Anlaufstellen hier in den Häusern. Alter, mich jetzt voll zerlegt, ey. Ich muss mal schnell ins Haus rein hier irgendwie. Bin mir zu heikel. Oh, hier wird hier scharf geschossen, ey. Oh, hier drin ist ja auch so ein kleines Vieh wieder. Ah, das konnte ich Gott sei Dank beseitigen. Das ist ja super. Oh, Erste Hilfe Kit, super. Dann kann ich mir gerade noch mal eins geben hier. So. Ach so, drei Viecher sind schon mal tot. So. Aber ich habe immer noch keine Adrenalinspritze gefunden. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn ich sterbe, dann bin ich wahrscheinlich. Oh, Alter, wie der mich umgehauen hat. Ja, stimmt. Wenn du stirbst, kannst du dich nicht wiederbeleben, ne? Ja, mal gucken. Ich gehe mal nach oben hier. Ich bin hier noch im Haus drin. Mhm. Lass mal ein bisschen looten hier. Boah, Alter, wieder ein Radio. Wie viel? Das ist ja Radio Hausen. Noch ein Medikit, oh, sehr geil. Noch ein Radio, ne, Radio will ich nicht. So. Gucken. Die Häuser sehen alle so ein bisschen gleich aus, finde ich. Also auch von der Aufmachung her vom... Von innen, ne? Mhm. Ja, finde ich auch. Okay, dann komme ich mal runter. Oh, hier gibt es eine Menge Medikits. Oh, das ist gut. Ich lade jetzt meine Energie mal komplett auf. Yo. Check the flow. So, ich komme mal zu dir. Mhm. Ah, da bist du. Ah, hier ist so eine Box. Stimmt, hier ist ein Medikit. Alter. Da war so ein fliegender Roboter. Ah. Oh, ihr könnt sogar die Zeitung einsammeln. Ah, Medikit ist echt genial. Also, das ist ja hier Medikithausen. Wird man wahrscheinlich auch brauchen. Mhm. So, Motorradjacke. Hellviolett habe ich jetzt bekommen. Ja, die kannst du jetzt anziehen. Okay, dann gehe ich mal rein. Ja, das stimmt, jetzt geht's. Oh, sehr gut. Prima. Oh, jetzt habe ich eine Adrenalinspritze gefunden. Ah, gut. Und ich habe sogar in den Pferdeboxen haben sie Munition geladen. Ah, Munition ist gut. Munition.
Munition kann ich echt gebrauchen. Gerade für die Schrotflinte ist das ganz gut. Ja, das stimmt. Oh, noch ein Medikit. Sehr gut. Hattest du dieses Band abgehört hier? Nee. Dann können wir das vielleicht zusammen machen, dann hast du es auf Video. Mhm. Wenn du soweit bist, also du musst dir jetzt keinen Stress machen. Ja, ich komme mal zu dir. Ich war derjenige, der die Pforte aufgemacht hat, weil ich zu blöd war, rüber zu klettern. Ist aber leise. Aber soweit ganz cool bis jetzt das Spiel nur bis jetzt ein bisschen. Also ja, diese Häuser, das ist krass, dass die alle gleich aussehen. Ja, das stimmt. Medikit finde ich hier auch nochmal ganz viel. Ja, ich auch. Ich habe einen Ghetto Blaster aufgenommen, wozu auch immer. Hm. Vielleicht können wir damit auch die Maschinen ablenken oder so. Das kann gut sein. Dein Kinderzimmer sind auch Medikits. Was haben die hier gemacht? Ich weiß auch nicht. Ich habe ganz viele jetzt aufgenommen. Warte mal, ich gehe mal in das Spielmenü rein unter Audio. Aber ist bei mir Musik alles auf 90%. Ja, bei mir auch. Das ist ganz komisch. Hm. Oh, neue Schuhe habe ich bekommen. Das freut mich aber. Sehr gut. Und Ghetto Blaster habe ich jetzt auch. Wofür das auch immer gut sein soll. Oh, können wir unterwegs Musik hören oder so. Oh ja. So, finde und erreiche Saltham. Okay. Dann mache ich mir da mal gleich eine Markierung. Ja, du kannst die Mission auch nur verfolgen, ne? Hm. Genau, ich habe jetzt mal mit reingegangen, habe mal T gedrückt. Genau. Das war gut. Oh, ich kann Fertigkeiten vergeben. Ah, dann werde ich das auch mal probieren. Ausdauermenge kann ich. Ausdauergeneration. Ja, einen Punkt konnte ich vergeben. Hm. Wo hast du es genommen? Ich habe verbessert. Und zwar Ausdauermenge habe ich genommen. Es ist irgendwie alles ein bisschen Schrott, finde ich. Ja, es ist nicht so schön. Aber ich habe auch keine weiteren Punkte mehr. Na gut. So. Die Schrotflinte habe ich immer noch keine Munition für. Ich gucke hier hinten nochmal. Ich glaube, für die Schrot findet man echt blöd Munition. Hm. Ich habe eine neue Brille gefunden. Oh. Ich habe hier nochmal Medikit gefunden.
Alter, wie viele Medikits ich jetzt habe, ist unglaublich. Aber die kann ich auch gut gebrauchen. Ist hier am Scheißhaus irgendwas? Ne. Ach genau, ich habe ja auch ein Fernglas. Da kann man auch anderen Sichtmodus benutzen. Kannst du ranzoomen, ne? Genau. Und mit X kann man irgendwie den Sicht, also eine Technik Sicht oder so ein Kram. Also laufen tun die ja so ein bisschen wie bei PUBG, wenn man von hinten die Animation sieht. Lauf mal. Stimmt, das sieht schon witzig aus. Oh. Finde und erreiche Saltham. Ja. Hier könntest du vielleicht Schrot finden. Ah, ist an dem bin ich ganz vorbeigelaufen. Also da gibt es zwei Munitionskisten auf jeden Fall hin. Und, gab's was? Nö, ich sehe keine. Ach doch, da oben. Warte mal, ich muss mal hoch. So, einmal Normalpistole. Ja, genau, super. Prima. Dann kann ich die gleich mal nachladen. Oh, sehr gut. Aber auch nur 10 Schuss insgesamt. 6 kann ich laden. Na, immerhin mehr als vorhin. Ja, mehr als 0 geht nicht, ne? Gucken, was haben wir denn hier? Hier ist nix. Nö. Da ist ja auch nix. Ah, hier hinten. Ah, wir kriegen Besuch. Ich mach die mal kurz platt, wenn ich schaffe. Alter, wie viel kommen denn da? Das war gute Arbeit. Das war so gute Arbeit. Dass ich ich bin jetzt hier, warte mal, Spawnpunkt auswählen. Vielleicht kann ich dich gleich wiederbeleben. Warte mal, ich habe so ein so eine Adrenalinspritze noch. Nee, irgendwie geht das nicht. Warte mal, ich kann eher auf Spieler fokussieren. Das Eingabe drücken. Wobei, warte mal. Ich nehme das mal in die Hand, vielleicht geht's dann. Wieso kann ich die nicht? Ich kann die nicht unten ins Menü packen. Ah, ich kann am Bauernhof kann ich spawnen. Okay. So, ich bin jetzt hier wieder am Bauernhof. Oh, da war ich aber echt zu mutig. So. Wie du weggeflogen bist. Das hat aber auch ganz schön gerumst. So, wo finde ich... Ach, da hinten bist du. Ja, ich loote hier mal ein bisschen rum. No, und ich spiele jetzt hier mal Forrest Gump. Alter, so schnell bin ich noch nicht mal bei The Witcher mit Plötze geritten. Das ist schon krass, wie schnell der. Ich mach mal ein schönes Signalfeuer. Jo. Oh, als Begrüßung. Naja. Oh, das sieht ja schön aus.
Oh, Broadback Mountain. So, ich wechsle aber mal auf meine Pistole, weil da kannst du, glaube ich, auch gerade was so nahkampfmäßig. Ah, hier kann man schön durchsuchen. Nahkampfmäßig ist, oder besser gesagt, fernkampfmäßig ist das besser. Ja, das stimmt. Ich glaube auch. Alter, das ist ja. Wie viele Lootboxen hier rumfliegen. Von der anderen Seite ist ja auch nochmal was. Oh oh. Jetzt kommt, ist gerade bei mir Musik im Hintergrund. Oh Scheiße. Ja, ich wollte dieses Radio ausprobieren. Ah. Warum schießt der mal auf mich, ey? Ich weiß es nicht. Jetzt der schießt er auch auf mich. Oh oh, ich bin fast tot. Ah, endlich. Oh. Ich hätte vielleicht nicht die Musik anmachen sollen. Ja. Ja, jetzt wissen wir auf jeden Fall, für was das gut ist. Jetzt höre ich Musik, dachte ich, und dann, scheiße, kommt der da um die Ecke geflogen. Oh, da kommt auch wieder so ein kleiner. Oh nein, da ist auch noch ein großer. Nein, jetzt bin ich umgefallen. Alter, verpiss dich hier, ey. Alter, hab mich gerade umgerannt. Muss mir mal schnell Energie geben hier. Ja. Junge, Junge, das ist ja hier. Oh, jetzt machst du auch Musik an. Oh, nee, ne? Ja? Hast du gerade Musik angemacht? Nee. Also ich hab nur. Oder hier. Nee, ich. Und kannst du auch nicht ausmachen. Nee. Warte mal, ich. Nö. Ich habe nur Munition eingesammelt eben. Das ist ja merkwürdig. Ah, hier habe ich noch was zum Durchsuchen. Warte, wenn das weiter so geht, kommen wir da nie an. Ne? Das stimmt. Puh. Es ist so, ist das bei dir das Wetter auch so schlecht? Also ich meine, es ist so neblig. So neblig, so regnerisch, irgendwie einfach nicht schön. Ich würde mich auch über ein bisschen Sonne freuen oder so. Nö, hier ist auch nichts. Okay, dann kommen wir jetzt hier an. Das ist sehr gut. Ist aber ganz geil gemacht, dass man nochmal spawnen kann, muss ich sagen. Ist gar, ja. Gar nicht so verkehrt. Sonst wäre es ein bisschen scheiße. Hm. Gibt's in dem Haus was Schönes? Medikits lagen da rum. Da habe ich mir ein paar genommen.
Oh, sehr gut. Oh ja. Ich guck mal nach oben. Nee, die Kids sind immer gut. So, hier ist noch Propangas oben. Gucken, was hinter der Tür ist. Ich finde, es ist so ein bisschen verbessertes DayZ, so, ne? Ja. Zwar keine Zombies, sondern halt irgendwelche komischen Roboter. Oh, gute Lootboxen. Ah, da ist auch ein Gewehr an der Fensterbank. Oh ja, dann nehme ich mir das mal. Wow, ganze 7 Schuss habe ich dafür. Ui. Und es ist völlig verrostet. Ja, meins sieht auch nicht sehr gut aus. Vielleicht finden wir da irgendwann Öl für oder so. Ja. Ein schönes Olivenöl. Oh, jetzt regnet es noch. Rostet ja noch mehr, ey. Ist ja wie ein Rostock. Oh, jetzt habe ich eine Taschenlampe. Oh ja. Sehr schön. Boah, da kommen wir aber irgendwie zur falschen Jahreszeit, habe ich das Gefühl. Ist da immer so. Ja. Krass, ey, es sieht aber geil aus, finde ich. Also ich möchte da jetzt nicht so rumlaufen in echt, aber so sieht das schon nett aus. Ja. Finde ich auch. Das ist schon Hammer. Hier können wir im Sandkasten ein bisschen spielen. Oh. Backe, backe, Kuchen. Ah, hier ist noch eine Kiste. Okay, aber es war halt wieder nur Propangas. Oh ja. Das nehme ich mit. Warst du eigentlich in dem Haus hier oben schon? Ich glaube, ich war nur in dem untersten. Hier war ich, glaube ich, noch nicht. Weil hier ist ja noch ein Stall. Oh, hier ist noch ein Mäuserjagdgewehr. Oh. Und ich habe eine Schrotflinte. Okay, ich weiß auch nicht, was ich mache. Warte mal. Profil. Alter, ich habe eine einzige Schrotpatrone. Das kann doch nicht sein. Ja, das ist echt nervig. Warum kann ich denn das Gewehr jetzt nicht nehmen? Er hat eben gesagt, mein Inventar ist voll. Dann habe ich mein Gewehr in die zweite gepackt. Also du hast ja quasi zwei primäre Waffen. Aber jetzt kann ich es nicht mal einsammeln. Ja, sonst schmeiß mal ein bisschen was aus deinem Inventar raus. Also damit der zwei Slots nehmen kann. Warte mal, was kann ich denn mal rausschmeißen? Ich habe noch 9 Medipacks. Wie viel hast denn du? 10. Ah, okay, alles klar. Eigentlich 16. Wie kann ich denn den Gegenstand entfernen? Rechtsklick und dann ablegen. Gegenstand ablegen. Alles klar. Gegenstand ablegen. Ich leg mal die Radios ab. Also ich weiß nicht, für was man die braucht. Ja. Vielleicht kann man da später noch Bauteile rausnehmen oder so. Keine Ahnung.
Aber ich kann trotzdem hier nichts mehr aufnehmen. Gewehrtechnisch. Ich gucke mal, ob ich noch was anderes rausschmeißen kann. Obwohl, warte mal, ich muss die wahrscheinlich... Vielleicht muss ich das alles mal ein bisschen sortieren hier irgendwie, aber... Du brauchst wahrscheinlich 3 Slots. Ich weiß nicht, wie viel die Waffe einnimmt. Warte, so. Ich guck mal rein. Ich guck, probier's jetzt nochmal. Also die nimmt bei mir nur 2 Slots ein. Hm. Ich kann nix... Also bei mir zeigt er kein Jagdgewehr mehr an. Ach, dann liegt's daran, dass ich bestimmt diese Schrotflinte rausgeholt habe. Kann das sein? Das kann sein. Ich kann dir das Jagdgewehr aber geben. Nö, kannst ruhig behalten. Das ist so nur... Vielleicht finden wir ja nochmal irgendwie... Bestimmt. Ja. Das war sicherlich nicht das Letzte. Hm. Das glaube ich auch. Aber ich finde das ganz geil, dass man sich gegenseitig wieder irgendwelche Gegenstände zukommen lassen kann. Also das fand ich auch bei DayZ ganz geil. Ja, das stimmt. So, hier ist auch wieder ein Medikit. Ja, das Schlimmste ist wirklich, dass es keine Munition gibt. Hm. Oh, was? Da hinten ist noch so ein Hund, warte. Ach, sogar 2. Oh. Jetzt ist Ruhe. Also für die Kleine ist die Schrotflinte schon ganz geil. Das funktioniert, aber wenn der Große kommt, dann wird es schon ein bisschen haarig. Ja, Schrot ist halt nicht immer gut. Nö. Schrot macht Katzen tot. Ja, nicht nur die. Nö. So, was haben wir hier? Hier ist noch ein Rucksack gewesen, genau. Oh, was ist denn das denn? Ein Signal senden, ne? Hm. Also er zeigt es an, dass es eine Satellitenschüssel ist, aber... Geh mal weg. Aha, das ist ja mal eine Idee. Ich probier's mal. Jo, sehr geil. Da wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Es hat auf jeden Fall irgendwas gemacht. Mhm. Jetzt habe ich ein Funkgerät bekommen. Oh? Das lag hier rum. Das ist ja super. Musst du mal gucken, ob du das auch einsammeln kannst. Wo? Das lag direkt an der gesprengten Satellitenschüssel an dem Gestell. Ich gucke mal. Oh ja, tatsächlich. Habe ich auch. Mhm. Oh, was ist denn das hier? Ist wahrscheinlich diese Satellitenschüsseln, damit die Roboter sich da nicht irgendwie, damit die Androiden sich nicht verständigen können wahrscheinlich, ne? Das kann schon sein. Ah, ist das der Bunker, wo wir rein sollen? Ich bin mir nicht sicher, wir können ja mal gucken. Mhm. Aua, also ich finde zumindest keinen Eingang hier. Wow. Hm. Ne, irgendwie. Ne. Ist nichts, ne? Aua. Jetzt ist mich hier runtergefallen. Ja, ich muss mir mal ein Medikit setzen.
Hier ist nur ein Loch, da kannst du halt ins Wasser gucken. Das ist ja super. Ich glaube, unser Ziel ist ja auch ein bisschen weiter weg. Da habe ich mich wohl zu früh gefreut. Ach, auf der anderen Seite ist auch so ein Bunker hier. Aber ich glaube, die sind bestimmt nur als... Auf jeden Fall gibt es Tote hier zum Looten. Ah, sehr gut. Jetzt ist die Frage, wie komme ich denn jetzt hier hoch? Kann ich hier im Baum hochklettern, oder? Ich weiß nicht. Ich guck mal. Ja, ich versuche mal hier. Na, da wo du runter bist, ging es doch eigentlich auch hoch. Ah ja, ich glaube, das könnte klappen. Zack, zack, zack. Nö, irgendwie. Da unten brennt ja auch was. Ein Lagerfeuer. Nee, ich komme hier nicht hoch. Es ist ja... Da... Oh, hier ist eine Waffe drin. Hier kannst du dir nehmen. Ich versuche da mal... Oh, ich bin gerade ins Wasser gefallen. Ja. Und dann war ich weg und jetzt bin ich wieder... Jetzt bin ich gleich bei dir. Ich bin unten beim Lagerfeuer, da ist eine Waffe drin. So. Gleich bin ich da. Hörst du mich noch? Ich bin am Strand, am Feuer. Ich sehe dich doch, du steht doch mal Fragment T und dann steht doch da. Ich dachte, weil du gerade geschafft hast, hochzulaufen. Ach so, nee, ich bin ins Wasser gefallen irgendwie und dann hat er mich nach oben transportiert. Das war ganz komisch. Oh ja, das ist besser. Da kann man besser zielen irgendwie. Also wenn jetzt für den großen Roboter ist das ganz geil. Und ja. 36 Schuss, das ist schon ganz cool. Ja, also ich bin hier, warte mal. Das ist ja auch die Stelle, wo ich runtergefallen bin, ne? So, und ich bin, hab versucht, hier an dieser Ecke hier hochzukommen. Das hat hier nicht funktioniert. Muss mal gucken. Ah, jetzt verstehe ich dich, ja. Und dann bin ich, genau, dann bin ich hier einfach ins Wasser gefallen. Und dann... Und dann ging es ab. Ich habe nämlich hier, an der Stelle, genau, da habe ich es auch versucht. Du kannst ja hier hoch und dann versucht hier rüber irgendwie, aber... Also ich bin oben. Oh. Also da an der Ecke kannst du hier, wenn du direkt... Ah, jetzt genau. Ist auch. Ah, super. Oh, sehr gut, dann können wir jetzt voll weiter. Jetzt sehen wir ja, Menschen sind soziale Wesen. Einer muss das vormachen, dann machen die anderen alles nach. Genau. Alles gut, dann hast du jetzt auch das Jagdgewehr. Ich glaube, für den fetten Cyborg ist das richtig geil. Oh, hier. Komm her, du kleiner Looter. Dieser Bunker hat eine Tür, aber man kommt nicht rein. Ja, stimmt. Vielleicht können wir die aufsprengen mit Propangas. Ich habe einen, ich kann es da probieren. Jo. Ach nee, habe ich jetzt doch weggeschmissen. Warte mal, ich guck mal, ob ich noch einen habe. Weil ich das Gewehr mitgenommen habe, dabei brauche ich es gar nicht. Mal gucken, wie stelle ich den denn ab? Ich habe den jetzt in der Hand. Wie hast denn du den abgelegt? Einfach fallen lassen, oder? Wem? Den Gasbehälter. Genau, einfach auf den Boden klicken. Okay. Ja, jetzt hast du es da hingelegt. Ah, okay. Ja, was hat er denn jetzt gemacht? Ah, nee, alles klar. Okay.
Jetzt hat er aber einen. Hä, der hat doch nicht. Doch. Jetzt hast du noch einen hingelegt. Ah, jetzt alles klar. So, dann nehmen wir, benutzen wir gleich mal das Jagdgewehr. Hast du dafür Munition? Hm. Alter. Das hat aber gescheppert. Gleich fällt die Tür aus der Angel. Hallo? Nee, keine Chance. Ah, ist ja auch ein Bunker, ne? Wenn man da mit einer Gaspatrone schon irgendwie was machen könnte, das wäre ja schon übel. Das stimmt, ja. Ich habe 36 Schuss habe ich dafür. Ach, wie blöd ist das denn? Man muss die Waffe laden. Hm. Ja, jetzt habe ich auch genug Schuss. Ah, okay. Man muss ja die Munition auf die Waffe ziehen. Hm. Dann habe ich bestimmt auch Schrotmunition. So, hier ist noch. Was ist das hier? Oh, ein Zielfernrohr für die Gewehre. Gucken, ob ich das benutzen kann. Oh ja. Ja, es geht. Jo, prima. Alter, das ist ja sehr geil. Das gefällt mir. Gerade es ist richtig geil für die Droiden dann, ne? Also, ja. Kannst ja dann von Weitem schon richtig drauf rumballern. Bam. Ja. So. Was ist das denn? Dixie-Klo oder? Ja, so ähnlich. Telefonzelle. Hm. Sowas gibt's noch. Können wir anrufen? Nö. Oh, das ist ja ein richtig kleines Dörfchen hier. Hm. Ach, hier ist das direkt. So, jetzt müssen wir einen Luftschutzbunker finden. Aber wir können ja mal hier ein bisschen reingehen in die Häuser. Ja, ich glaube aber hier ist das Ding, ne? Du bist dran vorbeigelaufen. Ja, warte, dann komme ich mal zu dir. Also, ich stelle mal den Originalzustand wieder her. So sah das aus. Ah. So, und ich, warte mal, ich gehe nochmal raus. Und dann, pass auf, und dann tue ich so, als wenn ich gerade auf die Situation zugekommen bin und es selber entdeckt habe. So, pass auf, so machen wir das. Das ist gut. Ja. So. Guck mal, hier ist doch der Bunker schon, siehst du? Das ist der Hammer. Wahnsinn. Ja. So, jetzt muss ich zur richtigen Seite da die Tür öffnen. Ja, wollen wir da mal reindüsen? Ja, können wir ja machen. Da gibt es bestimmt richtig fett Munition. Das kann schon sein. Oder den Tod. Ja. Boah. Alter, ich würde ja Schiss kriegen in so einem fetten Bunker mit den fetten Stahltüren, ne? Oh. Oh! Was war das denn? Ach, so ein kleines Vieh. Ah. So, hier ist einer zum Looten. Der hat, der hat irgendwann mal seinen Kopf verloren. Schön. Alter, das sind aber echt nervig, die kleinen Viecher. Auf jeden Fall. Mal handmäßig gleich nachladen. So, Stromversorgung sollen wir anschalten. Mm. Das ist doch sehr geil. Na, wo bist du denn schon wieder hier? Oh. Ah, du hast platt gemacht, alles klar. Ja, ja. Oh, ich war schon wieder voller Panik. Wo ist es, wo ist es? Okay, das ist die.
Check the flow. So, Medikit habe ich gefunden. So, Stromversorgung habe ich gefunden, schalte ich mal ein. Ja, mach mal. Durchsuche den Bunker in Seltum nach Hinweisen, wo alle Leute geblieben sind. Okay, hier ist ein Klo. Hier ist noch ein Klo. Oh, da ist schön Munition. So, hier gibt es noch ein paar Sachen, wo ich gerade bin. Das könnte sogar der Hinweis sein, den du brauchst. Okay, warte mal, ich komme mal zu dir. Ja, lass dir Zeit. So, Kontaktliste der Zielverteidigung. Saltim. Stimmt, durchsuche. Hinweis 1 war das jetzt. Oh, hier kann man auch richtig schön... Ach, hier ist eine Adrenalinspritze drin gewesen. Wo? Hier in der Kiste. Ach, da hatte ich nur Munition, glaube ich, ne? Hey. Ach, ich habe einen Schalldämpfer da drin. Oh, cool. Boah, ist das nervig mit den Waffen. Ich weiß immer nicht, welche Munition da reingehört. Bei mir ist die automatisch immer unten gleich drin. Also ich habe unten gleich die Anzeige, muss nur R drücken und dann lädt er immer gleich. Ja, das kommt drauf an. Du hast ja verschiedene Sorten. Und dann macht er manchmal eben nicht alles rein. So, wir können jetzt sogar wieder raus und können die Häuser finden. Oder sollen die Häuser finden? Okay. Die für alles verantwortlich sind. Tja, dann gucken wir mal. Dieser kleine Nebeneffekt, dass man schön looten kann. Ja, mach die Tür auf hier. Achso, man kann ja auch rüberspringen, ne? Ja, zum Beispiel. Oh, das hier wird mein Haus. Ja, das ist geil. Ich passe da nicht rein. Okay, verantwortlich sind 2 von 3. Ist wieder nur ein Radio. So, wahrscheinlich noch so ein anderes Haus finden oder so. Da nehme ich auch an. Aber es ist bestimmt auch wieder markiert auf der Karte. Es gibt echt viel Krams zu looten. Und das Looten ist irgendwie langsam. Das stimmt, ja. Das müsste schneller gehen, so klick, klick. Man nennt mich auch Loot Boy. Alter, wer kommt denn da angefahren? Ist ein Zug lang gefahren oder was? Nee, oh Gott, es sind, oh mein Gott, lauf lieber. Es sind echt viele Viecher. Oh shit.
Ich muss mich mal schnell hinterm Haus verstecken. Mach das mal. Und mal Energie nehmen. Alter. Wo kommen die denn auf einmal alle her, ey? Ich hab keinen Plan. Schnell nachladen hier. Alter, Vorsicht. Oh. Hast du ihn fertig gemacht? Mhm. Vorsicht, hinter dir. Ah, super. Oh, Alter. Das ging ja... Wie viele? Oh. Vielleicht keine Muni mehr. Ja, die gehen ganz schön ab, ne? Hier ist irgendwo auch so ein fliegendes Teil. Ah, Alter. Boah, war das knapp, ey. Ich muss mal schnell hier irgendwo rein. Boah. Schnell in die Garage. Ich brauche erstmal ein Medikit. Ich habe gerade nur noch Energie von 8 gehabt oder so. Richtig übel. Ich glaube, ich nehme aber gleich die Schrotflinte. Ich habe auf jeden Fall keine Munition mehr für die. Okay. Ich weiß nicht, was uns die ganze Zeit so anpingt. Hier, du kannst auch... Jo, ich hab's. Ach, ja, sehr gut. Ist im Arsch. Hat sich ja, hat sich hinter der Garage versteckt, aber... Aber die kannst du auch alle looten jetzt, das ist auch wieder gut. Ja, ich brauche auch ordentlich Munition hier. Mhm. Alter, das war ja mal ein Ansturm, ey. Boah, ganz viele sind despawned. Das ist echt blöd. Hm. So, ich stopp mal kurz die Aufnahme.